Wohl jeder, der Batman Arkham City durchgespielt hat, saß mit heruntergeklappter Kinnlade vor dem Fernseher. Haben die das wirklich gerade getan? Nein, das kann nicht sein. Sofort her mit der Fortsetzung. Tja, und statt einer Fortsetzung gibt's nun erstmal die Vorgeschichte, nach der aber eigentlich niemand wirklich verlangt hat. Denn spätestens seit Star Wars wissen Nerds, dass Prequels heißgeliebter Geschichten nicht immer gut sein müssen. Aber ist Batman Arkham Origins deswegen zwangsläufig Mist? Die Geschichte setzt einige Jahre vor den Geschehnissen von Batman Arkham Asylum an. Der dunkle Ritter ist noch neu im Verbrechensbekämpfer-Business und gerade dabei, sich unter Gothams Gangstern und korrupten Cops einen Namen zu machen. Batman ist noch nicht viel mehr als eine Schauergeschichte nach dem Motto: Nein, der ist nicht ausgerutscht. Ich habe gehört, dass ihn eine Fledermaus gekascht hat. Du bist ein Um der Sache auf den Grund zu gehen, setzt Gothams Drogenboss Black Mask ein Kopfgeld auf die menschliche Fledermaus, die seine Leute dezimiert, aus und lockt damit Superkiller wie Bane und Deathstroke in die Stadt. Doch dann taucht plötzlich ein neuer Spieler auf, der sich selbst Joker nennt. Was hat es mit dem augenscheinlich völlig durchgeknallten Typen bloß auf sich? Wer einen der Vorgänger oder eigentlich Nachfolger? Aber eben doch nicht. Boah, das ist ganz schön kompliziert, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Riddle me this, Batman. was ich sagen wollte. Wer eins der anderen Batman-Spiele von Warner Brothers und ganz speziell Batman Arkham City gespielt hat, wird sich bei Batman Arkham Origins sofort heimisch fühlen. Es gibt eine Oberwelt, also die Stadt Gotham City, über die Batman ganz nach Belieben gleiten und schwingen kann. Die begehbare Stadt ist ungefähr doppelt so groß wie der abgesperrte Bereich in Arkham City und hat eine lange Brücke, die den alten und den neuen Teil von Gotham City miteinander verbindet. Wir erinnern uns. Den alten Teil wird man später mit einer Mauer vom Rest der Stadt abtrennen, Verbrecher drin einsperren und zusehen, was sie miteinander anstellen. Arkham Origins sollte sich also spürbar anders anfühlen, da Gotham diesmal noch eine ganz normale Großstadt ist, richtig? Falsch! Die Geschichte spielt einen Tag vor Weihnachten, es hängen also überall bunte Lichter rum, doch ansonsten gibt's eigentlich keinen merklichen Unterschied zu Arkham City. Durch den Kniff, dass die Polizei eine Ausgangssperre verhängt hat, gibt's statt flanierender Bürger und Verkehr auf den Straßen wieder nur die aus Arkham City bekannten, an jeder Ecke rumlungernden Schlägertypen, zu denen sich diesmal noch einige korrupte Polizisten gesellen. Schade! Ebenso schade finden wir die im Vergleich zu Arkham City deutlich reduzierten Ankerpunkte für den Greifhaken. Wenn wir über der Stadt durch die Luft gleiten, fühlt sich das sehr viel eingeschränkter an und manchmal fragen wir uns auch, wieso zum Beispiel am Geländer einer offensichtlich begehbaren Plattform kein Ankerpunkt vorgesehen ist. Doch lassen wir die etwas enttäuschende Stadt mal beiseite. Was immer noch super funktioniert, ist das Free-Flow-Kampfsystem, das zwar super einfach aussieht, aber nur mit viel Übung wirklich zu meistern ist. Batmans Kampfkunst basiert im Prinzip auf zwei Tasten. Schlagen und kontern. Soll heißen, immer munter drauf losprügeln, aber sobald über dem Kopf eines Gegners blaue Blitze erscheinen, kontern. Dazu kommen noch eine Taste zum Ausweichen und eine Taste für Angriffe mit dem Umhang. Wir wissen nicht genau warum, aber von einem Treffer mit Batmans Umhang werden die Gegner benommen. Sollte Butler Alfred den vielleicht öfter mal in die Waschmaschine stecken? Wie auch immer, ist ein Gegner benommen, kann Batman die Schläge nur so auf ihn einprasseln lassen. Besonders nützlich bei Bossgegnern. Für jeden Kampf gibt's Erfahrungspunkte, die wir gegen Anzugverbesserungen, Gadget-Upgrades und neue Kombos eintauschen können. Die Stadt fungiert wie in Arkham City als Knotenpunkt, über den wir zu den Schauplätzen der Story-Missionen gelangen. Die spielen sich nämlich meist in Gebäuden ab, durch die wir uns kämpfen und gelegentlich auch rätseln müssen. Da die Wege ab und an doch mal etwas weit sind, kommt uns der Batwing mehr als gelegen. Auf Wunsch rufen wir den Jet herbei und lassen uns im gewünschten Stadtteil absetzen. Das ist allerdings nur eine Zwischensequenz, während der das Gebiet geladen wird. Selbst steuern ist nicht. Apropos steuern.
Wir hätten uns ein Batmobil gewünscht, in dem wir über die Straßen brausen können. Doch das gute Stück liegt in Einzelteilen in der Bathöhle. Zurück zum Batwing. Die Schnellreisefunktion klappt nur, wenn wir den Funkturm des jeweiligen Stadtteils entstört haben. Ein technisch versierter Irrer, der im Spiel nur Enigma genannt wird, obwohl wir alle wissen, dass es der Riddler ist, hat die Sendemasten, nach denen sich der Bordcomputer des Batwing orientiert, lahmgelegt. In jedem Funkturm, den wir entdecken, müssen wir also an die Computer von Enigma kommen und ihn ausschalten. Also den Computer, nicht Enigma. Was fehlt noch? Ach ja, Batman wäre nicht Batman, wenn er nicht seine wundervollen Spielzeuge in den Gürteltaschen hätte. Wir beginnen das Spiel mit einem recht überschaubaren Arsenal, sozusagen der Grundausrüstung, bestehend aus Batarangs, Enterhaken, Explosivspray, Rauchbomben und portabler Hackvorrichtung. Sogar einen Scanner hat der Flattermann in der Maske eingebaut, mit dem wir nicht nur die Umgebung nach manipulierbaren Objekten durchforsten können, sondern auch kleine Detektivaufgaben lösen müssen. Dabei handelt es sich um Mordfälle, die wir per Tastendruck CSI-mäßig rekonstruieren und nach Hinweisen absuchen. Das klingt anspruchsvoller, als es letztlich ist, denn außer Pfeilen zu folgen und Tasten zu drücken, ist hier keinerlei Denkarbeit gefordert. Trotzdem eine nette Abwechslung. Im Verlauf des Spiels kommen aber noch mehr Gadgets dazu, wie etwa die Schockhandschuhe. Die setzen wir neben der naheliegenden Verwendung in den Kämpfen auch ein, um Motoren zum Laufen zu bringen und so zum Beispiel Türen zu öffnen. Wer vom Story-Modus erstmal genug hat, kann sich an den Herausforderungen versuchen. Hier gilt es auf mehreren Karten sein Können im Free-Flow-Kampf zu beweisen, indem man sich durch aufeinanderfolgende Wellen von Gegnern prügelt oder sich als Jäger zu versuchen. Die Jägerkarten basieren zumeist auf weitläufigen Räumen aus dem Story-Modus, in denen Batman die Gegner möglichst ungesehen aus dem Verkehr ziehen muss. Dazu kriechen wir durch Lüftungsschächte, krabbeln unter Bodengitter, stellen den patrouillierenden Wachen fiese Fallen oder ziehen sie von Plattformen aus in die Höhe, um sie baumeln zu lassen. Einen Multiplayer-Modus gibt's erstmals in der Geschichte der Arkham-Spiele auch, doch den konnten wir zum Testzeitpunkt noch nicht ausprobieren. Batman Arkham Origins nutzt die Engine des Vorgängers und wirkt dadurch teilweise ziemlich veraltet. Nicht nur, dass die Texturen und Schatten generell ziemlich matschig aussehen, es kommt hin und wieder auch zu merklichen Rucklern und Bildzeilenverschiebungen. Die Xbox 360-Version läuft immerhin etwas stabiler als die PS3-Fassung und sieht auch einen Tick schärfer aus. Jetzt geht's rund. Bei unserer PS3-Testversion sind uns einige unschöne Bugs aufgefallen. So setzte uns das Spiel etwa bei einer Mission in der Kanalisation immer wieder mitten in der Stadt ab, wenn wir ob der Übermacht der Schergen ins Gras gebissen haben, statt uns wie gewohnt direkt vor dem Kampf erneut anfangen zu lassen. Wir hoffen, dass das in der Verkaufsversion nicht passiert. Ebenfalls ärgerlich ist die an vielen Stellen fehlerhafte Soundabmischung, die dazu führt, dass die Dialoge von einer Sekunde auf die andere zu leise werden. Davon abgesehen gibt's an der deutschen Vertonung aber nicht viel zu meckern. Über ein paar Übersetzungsfehler, die aber nur auffallen, wenn man genau überlegt, was da im englischen Original wohl gesagt wurde, sehen wir wohlwollend hinweg. Wenn er in großen Mengen einkauft oder viel Strom verbraucht, können wir ihn finden. Wie sich die Wii U-Version technisch schlägt und wie das Gamepad eingebunden ist, können wir übrigens noch nicht sagen, da uns Warner Brothers nicht rechtzeitig mit einem Testmuster beliefern konnte. Batman Arkham Origins will mehr sein als ein lauwarmer Aufguss, scheitert aber an diesem Anspruch. Die Story plätschert wenig spannend vor sich hin und hält für Batman-Fans, die sich mit der Comic-Vorlage auskennen, einige Stirnrunzelmomente bereit. Auch die verpasste Chance, ein belebtes Gotham auf die Beine zu stellen, durch das man sich als Batman bewegt, ist angesichts dessen, was vor kurzem GTA 5 gezeigt hat, eine herbe Enttäuschung. Arkham Origins fühlt sich an wie ein übergroßer Download-Inhalt. Es ist zwar meilenweit davon entfernt, schlecht zu sein, erreicht aber bei weitem nicht die Klasse des exzellenten Vorgängers.